Das dachte ich mir aber schon von Anfang an, dass das so kommen wird. Schade. Es war so knapp. Nee, eigentlich nicht. Das war in Runde 99. Das ist klar, dass sowas kommt. Der Erzmager stand falsch. Das U-Boot war Schrott. Rage ist da. Pff, nicht wirklich. Willst du die schönsten Mistakes auch hören? Natürlich. Ich hab Kopfhörer. Ja, wir können das Race machen. Why not? Haben wir ein U-Boot? Wir haben ein U-Boot. Wir haben ein U-Boot. Boah, diese Geräusche sind ja voll nervig. Was war der Zwillingskanone? Suchschurken wäre nicht verkehrt. Bräuchte ein Shortcut fürs Rundenstarten, das wäre ganz nice. Das fände ich knorke. Die 3000 noch was für Runde nächste, weil ekelhafter Bleiblumen hier das Handy war. Natürlich nicht. Ah, ich lösche mich gleich einfach. Hätte Dora setzen sollen, fällt mir gerade auf. Zu viel zu schnell am Anfang gemacht. Zu viel Leben verloren, zu wenig Geld bekommen. Na, Dora wäre wichtig, ja. Dann basteln wir erstmal Adora hier hin. Direct me. Ich würde ganz gerne erst einmal diesen ekelhaften Plutoniumreaktor bauen. Gib ihn mir. Sogar zwei bauen, warum nicht? Ja, geil, dass dann Moor kommt. Lecker. Ah, lass mir kurz den Chat lesen. Ich muss mal diesen ganzen Abschaum wieder raushauen. Der Typ kriegt erstmal einen Permaban, der mich als Noob bezeichnet hat. Da reicht ein Timeout nicht aus.
Ein Typ, der sagt, ja, wenn du Hilfe beim Race brauchst, kannst du ein Video auf meinem Kanal angucken. Das ist bestimmt der gleiche Typ, der gesagt hat, kannst du mal das Race machen? Kannst du mal das Race machen? Dann kann ich dir sagen, dass ich ein Video gemacht habe, damit ich Werbung für mich machen kann. Boah, ist das ekelhaft. Ekelhaft, wirklich. Bazille. Was hat gefehlt? Ich hätte statt dem U-Boot ein zweites Abtauchen-U-Boot hätte ich einmal einen Dings bauen sollen. Einen 204. 204 U-Boot. Dim, 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 dim. Ich finde diese Map doof, höre ich auch. Warum kann der Fall noch nicht mehr angreifen? Wird hochgesetzt, oder? Ätzend! Sehr ätzend. Was wir auch machen können, wir können da einen Sniper setzen. Das wäre sogar wahrscheinlich noch viel einfacher. Aber wenn wir hier oben einfach einen Sniper hinsetzen auf 024. Na, da kann er unkomischerweise nicht mehr angreifen. Jetzt auf einmal kann er nicht angreifen. Ah ja! Oh, da läuft er einfach durch. Konsequent. Ist der da? Oh, Mist. Ich dachte, ich bin da schon bei dem. Na gut. Gott, ist das eine widerliche, räudige, ranzige Scheiß-Map. Und warum bist du kleiner Penner jetzt da unten nicht? Hast du da unten nicht angegriffen? Steh ich nicht, ey. Mag die Map ja ich auch. Lieblingsmap. Beste Map ever. Gibt keine schönere Map. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Das ist mein Traum, diese Map. Ich werde keine scheiß Adora bauen. Adora ist Müll. Habe ich keinen Bock drauf. Ich würde viel lieber einen Sniper bauen, aber der ist auch Müll da oben. Müsste den ja auf Dings setzen. Auf 024 erstmal kriegen bis Runde 27, ist auch doof. Dann machen wir es anders. Machen wir es so. Haben wir Runde 27 kein Problem, jetzt haben wir nur noch Runde 40 das nächste Problem. Aber wenn ich kann mal irgendwie auch einen Sniper da oben hinsetzen, ist wahrscheinlich sogar noch besser. Das wäre nicht das Problem. 3000 brauche ich auf jeden Fall. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, gib mir die 3000 Gold. Ach, easy. Easy. So, dann gibst du mir einfach mal nochmal ein U-Boot. Dann gibst du mir Top-Spionage und das da. Dann bauen wir erstmal ein bisschen. Runde 40 lassen wir separat ablaufen. Da sind sonst zu viele Bloons, denke ich mal. Was wir machen könnten, ist, dass wir am Blunie zu setzen. Habt ihr gehört? Da ist eine Taube in meinem Fenster geflogen. So viel Latte, ich kann das auch so hier immer hinsetzen. Bin ich safer. Na, die Taube ist schon wieder weggeflogen. Die hat sich nur kurz den Flügel verletzt. Ansonsten geht's ihr wieder gut.
Ich hätte den vielleicht mal ein bisschen aufrüsten sollen. Das ist nämlich sonst einfach nur Müll da vorne. Was ist das nervig, dieses Geräusch, ey. Kann man nur eine Plantage in einer normalen Runde die fliegende Festung haben? Ja, kostet auch nicht so viel, 100.000. Jetzt nicht, dass die ultra teuer wäre. Also unbezahlbar, meine ich. Ah, die Metalldinger sollte ich nicht separat durchstarten lassen. War mir nicht auf Top-Spionage, auch geil. So. Komm her, Alter. Ah, die 40er noch machen wir separat. Wird jetzt separat gekillt. Was wir jetzt auch machen könnten ist... Ah, es passt schon. Ich glaube tatsächlich, dass wir es einfach so lassen. Packen wir am besten hier noch einen hin. Der ist schon, der ist noch nicht. Ja, man muss einfach einmal die schwere Runde überstehen und dann hat man es eigentlich. Brauchen wir zwar vielleicht ein paar Versuche, aber das passt schon. Kriegt man hin. Und 59 ist eigentlich auch noch easy, hätte ich nicht durchstarten können mit. Aber wegen den Zeppelin unsicher. Und die 60 lassen wir auch separat durchlaufen. Da habe ich zwar 8,5 Minuten gebraucht, ist dann halt so. Beantwortest du keine Fragen mehr? Wenn du vielleicht mal ein bisschen dein Hirn anstrengen würdest und gesehen hättest, dass ich gerade ein Race spiele und da auch die Runde alles starten kann, müsste ich mir vielleicht auf das Game konzentrieren, ne? Vielleicht eine Option, wo ich nicht geantwortet habe. Bin in der Spitze 50. Naja, nicht wirklich gut. Platz 414. Da war ich auch schon mal deutlich besser. Aber es ist im Stream sowieso mal grundsätzlich schwieriger, als wenn ich alleine spiele. Für mich. Meine Eltern wundern sich immer, warum ich auf meinem Tisch rumklappe und dass eine Taube im Fenster klatscht, das wollen sie mir nicht glauben. Hm. Macht 5-0 echt Mist den Trank stärker oder hält das nur unendlich? Hält nur unendlich. Ist aber der gleiche Trank, bin ich der Meinung. Dankeschön, deine Mutter. Gut, Leute. Wir sind jetzt bei 2 Stunden, 4 Minuten. Wir machen an dieser Stelle hier eine Pause für heute. Vielleicht werden wir morgen nochmal streamen. Ansonsten gehe ich jetzt gleich einkaufen, machen wir mal zu futtern. Machen ein neues Projekt wahrscheinlich, fange ich an. Neues Let's Play. Mal gucken, welches Spiel es sein wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Schönen Abend, schönes Wochenende.